Herzlich willkommen in diese Runde. Dies ist unsere dritte Seminarrunde zum Thema Gemeinsam stark, Amt und Zivilgesellschaft. Und wieder sehen wir uns nur digital, aber inzwischen haben wir auch schon verstanden, dass uns diese Form doch ermöglicht, Menschen aus sehr unterschiedlichen Orten vor allem und dadurch auch in sehr unterschiedlichen beruflichen Funktionen und Engagementsituationen und so weiter zusammenzubringen. Danke, dass ihr euch einschaltet und dabei seid, wieder dabei oder auch erstmals dabei. Herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Ulrich. Ich bin Referentin in der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung, Team Demokratie. Und bei mir nebenan angepinnt ist Siri Frech von Neulandgewinn e.V. Wir moderieren durch die Plenarteile des heutigen Tages. Und die These, an der wir in unseren kleinen Konferenzen und heute auch wieder uns entlang gearbeitet haben, ist, dass Amt und Zivilgesellschaft gerade auch im ländlichen Raum gemeinsam stark sein können und dass es viele Beispiele dafür gibt, wo sie das sind und wie sie das tun. Das haben wir in unseren Seminaren gesehen. Und das ist übrigens sehr umfangreich auf unserer Projektseite böll.de slash gemeinsam-stark umfänglich nachzugucken. Und wir laden gern immer wieder ein, dort mal spazieren zu gehen. Heute in unserer letzten Runde geht es nochmal ausdrücklich um die Frage nach den Rahmenbedingungen, die wir dafür brauchen. Wie müssten Kommunen gerade im ländlichen Raum aufgestellt sein, gerahmt sein, Rahmenbedingungen, damit unsere vielen, vielen guten Beispiele, die wir hier schon zusammengetragen haben, tatsächlich auch zum Regelfall werden? Also gewissermaßen weniger von was weiß ich, welchen Zufällen abhängig, sondern tatsächlich, was, wozu man sozusagen naheliegenderweise auf die Idee kommt, so unterwegs zu sein in dieser Weise. Wir wollten jetzt noch mal zusammenfassen, weil das ja unsere letzte Runde ist, worüber wir bisher gesprochen haben und was wir meinen, wenn wir sagen, Verwaltung und Zivilgesellschaft sollen zusammenwirken. Und was wir meinen, wenn wir sagen, wir wissen schon viel darüber, was dafür erforderlich ist. Und wir laden Sie jetzt ein. Siri, Frech und ich nehmen Sie jetzt mit auf eine kurze Reise, in der wir darüber berichten, was wir schon besprochen haben in den letzten, mithilfe von Illustrationen, die die Grafikerin Anne Lehmann uns gemalt hat. Das gesamte Bild fasst zusammen, worum es uns in der Seminarreihe geht. Und jetzt gehen wir gleich in einzelnen Stationen nochmal durch. Wir arbeiten alle an dem Thema Stärkung des ländlichen Raums. Wir haben uns unterschiedliche Geschichten und Beispiele dazu erzählt, wie es gelungen ist, gute Ideen ins Leben zu bringen, indem die Menschen in ihren jeweils unterschiedlichen Rollen vor Ort in Bewegung gekommen sind und soziale Innovationen entwickelt haben, genossenschaftliche Lösungen, ganze Kommunen sind gemeinsam losgezogen und so fort. Oder auch einzelne Personen, die dann mit dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin im Rücken oder Fachhochschulen am Start mit ganzen Gemeinden und so fort. Immer mit dem Ziel, Probleme zu lösen oder das Leben nachhaltiger, besser zu machen vor Ort. Unser Fokus lag stets eben auf dieser These, damit was losgeht, braucht es diese konstruktive Begegnung zwischen Amt, Verwaltung, Politik einerseits und Bevölkerung, Vereinen, Initiativen und so weiter andererseits. Und das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Ja, der erste Fokus lag, wie Anne schon sagte, auf dem Wahrnehmen all der Akteure auf der Wirkungsbildfläche und wie sie da eigentlich im Moment oder in ihrem eigenen Feld für sich arbeiten und der Mehrwert einer engen Kooperation nicht überall ganz eingängig ist. Man wirkt häufig nebeneinander her. Und die These gemeinsam stark klingt schön, doch wie soll sie bitte in das praktische Leben integriert werden? Dabei sind gemeinsame Fragen schon ein erster Schritt zur Kooperation. Und allen dämmert es, niemand schafft wirklich passende regionale Problemlösungen von außen. Sie können nur mit und durch die Menschen vor Ort entwickelt werden.
Das geht nur mit vereinten Kräften und Offenheit für Veränderung. Und in der Veranstaltung fielen so spannende Stichworte wie Begeisterungsteams, Testgebiete, Interessensvertretung, Bürgerbudgets, neue digitale Zusammenarbeit, ja sogar neue Entscheidungswege, die etabliert werden sollen. Und ein ganz wichtiges Bild entstand, nämlich der Lückenschluss. Nächstes Bild bitte. Der Lückenschluss, die Brücke schlagen, die Lücke schließen. Das war das Bild, an das alle sich erinnern, die schon am Anfang in unserem Seminar dabei waren. Das war das Bild, das uns im ersten Einführungsvortrag Stefanie Bock und Julia Dieringer vom DIFU mitgegeben haben. Hören Sie sich den Vortrag gerne nochmal an, zu finden auf der besagten, auf der besagten Doku-Seite. Lückenschluss, das meint, es geht darum, dass zwei verschiedene Kulturen sich treffen, nämlich Verwaltung auf der einen Seite, die hierarchisch funktioniert, weisungsgebunden funktioniert und so weiter, nach ihre Pläne abarbeitet. Und Andreas Willisch hatte das gesagt, die im Grunde oft am Rande ihrer Kapazitäten ist, sozusagen das Stichwort war Weltmeister im Verwalten, aber überfordert mit der Aufgabe zu gestalten im Zweifelsfall. Aber genau das muss passieren, um die ländlichen Räume innovativ in Bewegung zu bringen. Und dazu braucht es die Verbindung zwischen der Verwaltung und der Zivilgesellschaft, den Initiativen, die eine ganz andere Logik haben, eine andere Kultur von Wissen und von Praxis. Und dieser Lückenschluss, das bedeutet eben, dass diese beiden Kulturen und Wissenskulturen vertrauensbildend aufeinander zugehen müssen. Und dazu müssen sich beide Seiten öffnen, um zu verstehen, was die je andere Seite an Kompetenz und Praxis mitbringt. Und dann kann begonnen werden, was Neues zu entwickeln. Nächstes Bild. Ja, die zweite Veranstaltung legte dann den Fokus auf das Netzwerken. Also wie arbeiten wir zusammen? Hier ging es bildlich gesehen um eine aufgehende Sonne über möglichen Kooperationslandschaften. Und wir fragten uns eben hier, wie ein guter Raum für Kooperationen entstehen kann. Wie schaffen wir logofreie Räume und damit offene Räume? Und wie lernen wir neue Formen der Kommunikation, des Umgangs und der Konfliktmoderation, wenn so viele neue Parteien jetzt mit am Tisch sitzen? Das Konzept der sozialen Orte von Claudia Neu wurde vorgestellt und der Denkraum für gemeinsame Ankerpunkte und Treffpunkte zwischen privaten und öffentlichen Leben wurde eröffnet. Das Bild der kommunalen Kooperationslandschaften, die die Eigenwertigkeit unterschiedlicher Regionen hervorhebt, wurde immer deutlicher. Das heißt, man könnte auch Regionen dadurch wiedererkennen, dass man dort unterschiedlich kooperiert oder mitwirken kann oder mitmachen kann oder unterschiedliche Türen offen stehen. In den offenen Räumen werden konkrete, lokale Bedarfe mit globalem Wandel verknüpft. Und ein ganz wichtiger Punkt war eben das Erwartungs- und Wirkungsmanagement in diesen Räumen mit den Menschen vor Ort. Vertrauen, Solidarität und ein langer Atem waren für den Aufbau dieser neuen Strukturen notwendig. Doch es braucht nicht nur neue Strukturen, es braucht auch Bewegung. Das nächste Bild bitte. Bewegung durch die Menschen, die durch Menschen angeschoben werden, durch Bürgerbotschafterinnen, Weitblicklotsinnen, Regionskennerinnen. Sie werden auch von uns Transferpersonen genannt, also Menschen, die die Sprache verschiedener Seiten sprechen, Menschen, die auf andere zugehen, die Neues anschieben und andere mitnehmen können auch und Menschen, die immer im Gespräch bleiben. Und es braucht Weiterbildung im Ehrenamt, in der Verwaltung und der Kommunalpolitik, damit sich das Wissen um mögliche neue Wege, Verfahren und Kooperationen weitergetragen wird. Auch dafür braucht es Wissensvermittlerinnen. Und um diese neue Kooperationskultur aufzubauen und zu etablieren, ist noch eine weitere Komponente wichtig, nämlich passende Rahmenbedingungen. Und ja, darum geht es heute. Nächstes Bild. Ja, mit Rahmenbedingungen schaffen, da meinen wir, es ist wichtig zusammenzutragen und zu besprechen und auszuwerten, was wir brauchen, damit dieses
Zusammenwirken, dieses Co-Produzieren klappen kann. Und das ist auf diesem Bild von Anne Lehmann so schön illustriert. Also es gibt eben das Städtchen und die Aktiven zusammen skizzieren einen planerischen Rahmen, ja, für einen Kulturwandel, der auf so ein Zusammenwirken zwischen Amt und Gesellschaft setzt. Also der das will, von vornherein strategisch anstrebt. Dazu haben wir in unseren Seminaren vielfach zusammengetragen, welche Rahmenbedingungen helfen, Vertrauen wachsen zu lassen, welche Rahmenbedingungen spielen eine Rolle dafür, dass Digitalisierung gut genutzt wird, transparentes Rathaus, Dorf, Apps und so weiter, waren da interessante Stichpunkte. Welchen Rahmen können wir dafür schaffen, Vielfalt sichtbar zu machen, war eins unserer Themen. Welchen Rahmen braucht der ländliche Raum aber auch, das war auch eins unserer Themen, in der öffentlichen und politischen Kommunikation, jenseits von Abwertung und romantischem Kitsch sozusagen. Also blättern Sie noch mal rein in unsere Mitschnitte auf böll.de gemeinsam start. Dort gibt es auch Podcasts zu den gesagten Themen, die das alles noch mal gut auf den Punkt bringen. Und dieses Stichwort Rahmen schaffen führt uns jetzt direkt in das Thema unseres Einstiegspodiums heute. Es gibt ja eine Reihe von Dimensionen von Rahmenbedingungen, die wir als Aktive in kommunalen Netzwerken nicht selber schaffen können. Also wir sind in vielen Bereichen abhängig davon, politische Unterstützung zu haben, also Bürgermeister, Landrätinnen und so weiter, die was wirklich wollen. Aber auch diese sind davon abhängig, dass es Gesetze gibt, Förderszenarien und einen politischen Willen auf Landes- und Bundesebene und so fort.